Kleine Wiederholung der Grammatik. Vergleichen Sie die Artikelwörter miteinander. Wer, wen, wem, wessen. Der, den, dem, des. Dieser, diesen, diesem, dieses. Jener, jenen, jenem, jenes. Welcher, welchen, welchem, welchen oder welches. Jeder, jeden, jedem, jedes. Alle, alle, allen, aller. Alle kommt im Gegensatz zu den anderen Wörtern nur im Plural vor. Viel Spaß beim Üben, gebt mir ein Like und teilt das Video. Bis bald, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Kasus oder Fälle an. Im Deutschen gibt es 4 Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Diese seht ihr oben links in grün. Und jetzt die dazu passenden Fragen: Nominativ, wer? Akkusativ, wen? Dativ, wem? Genitiv, wessen. In der Mitte in Rot seht ihr die Artikel, die bestimmten Artikel. Nominativ, der, die, das, die. Akkusativ, den, die, das, die. Dativ, dem, der, dem, den. Und Genitiv, des, der, des, der. Und auf der rechten Seite in Blau seht ihr die Possessivartikel. Possessivartikel werden hier nur in Maskulin und Feminin aufgeführt. Possessivartikel funktionieren genauso wie zum Beispiel Wörter wie kein oder ein. Nominativ: mein, meine. Akkusativ: mein, meine. Dativ: meinem, meiner. Genitiv: meines, meiner. Und jetzt zur Verwendung. Nominativ, das Verb sein. Das ist der beste Student. Ist verlangt einen Nominativ, der beste Student. Akkusativ, treffen. Er trifft den berühmten Star. Treffen verlangt einen Akkusativ. Den berühmten Star ist Akkusativ. Dativ, helfen. Er hilft dem älteren Herrn. Helfen verlangt einen Dativ. Dem älteren Herrn ist Dativ. Genitiv. Der Genitiv zeigt den Besitz an. Das ist die Freundin des Freundes. Hier ist der Besitz in Anführungszeichen der Freund, also hier im Genitiv des Freundes. Ich hoffe, dass ihr das jetzt ein bisschen besser verstanden habt. Die Kasus sind sehr wichtig im Deutschen, weil sie einerseits mit dem Subjekt bzw. dem Objekt stehen, aber auch wie im Fall des Genitivs den Besitz anzeigen. Die Kasus stehen mit Nomen, Artikeln, aber auch mit Pronomen. Auf dem Kanal findet ihr viele verschiedene Übungen, die sich mit Präpositionen, Nomen, Adjektiven, Pronomen oder Fragewörtern beschäftigen und natürlich auch mit dem Artikel. Und in all diesen Fällen findet ihr auch immer wieder Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Viel Spaß beim Üben! Und ich hoffe, jetzt ist alles klar. Bis dann. Ciao.
Und wie immer, gebt mir ein Like und teilt das Video. In diesem Video sehen wir die Pronomen im Nominativ, Akkusativ und Dativ. Zuerst auf der linken Seite die Tabelle der Pronomen. Nominativ: Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Akkusativ: Mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie. Dativ: Mir, dir, ihm, ihr, ihm, uns, euch, ihnen, ihnen. Und jetzt die Pronomen in Beispielsätzen. Unterstrichen seht ihr die Pronomen in den jeweiligen Kasus. Nominativ: Er ist hier. Er ist das Nominativpronomen. Akkusativ: Er sieht ihn. Ihn könnte zum Beispiel den Hund sein. Er sieht ihn oder er sieht den Hund. Ihn steht im Akkusativ. Dativ: Er hilft ihm. Er hilft ihm, er hilft dem Freund. Hier könnten wir das Pronomen auch durch ein Nomen ersetzen. Ihm, dem Freund. Beides steht im Dativ. Und dann haben wir wieder: Er hilft ihm oder dem Freund. So, jetzt hoffe ich, dass alles ein bisschen klarer geworden ist. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Und natürlich, wer Lust hat, könnt ihr Mitglied auf meinem Kanal werden. Dann bis bald. Ciao! Dativpräpositionen. Die folgenden Präpositionen verwenden den Dativ: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Und hier einige Beispiele mit maskulinen Artikeln: aus dem Park, bei diesem Freund, mit jenem Jungen, nach jedem Kaffee, seit Tagen, von welchem Moment an, das ist ein Fragewort, zu allen Leuten. Allen steht mit dem Dativ. Und wie immer, wenn ihr das Video mögt, liked es und teilt es. Bis dann, ciao! Präpositionen mit dem Akkusativ. Die Präpositionen mit dem Akkusativ sind durch, für, gegen, ohne, um. Und nun einige Beispiele mit dem maskulinen Artikel: durch den Park, durch diesen Freund, für jenen Freund, gegen jeden Kompromiss,
ohne Grund, um welchen Mann, um alle Leute. Achtung, bei dem Wort Leute steht hier kein N. N steht nur im Dativ. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liked es und teilt es. Bis dann, ciao! Wechselpräpositionen. Bei den Wechselpräpositionen muss man sich immer die Frage stellen, wo oder wohin. Mit wo steht der Dativ, mit wohin der Akkusativ. Sehen wir uns zuerst die Präpositionen an. In, an, auf, über, vor, hinter, neben, zwischen. Und nun zu den Beispielen mit dem Wort Computer. Der Computer maskulin. Wo? Zum Beispiel auf dem Computer. Über diesem Computer. Vor jenem Computer. Hinter jedem Computer. Neben welchem Computer? Zwischen allen Computern. Hier muss ein N angehängt werden. Dativ Plural. Und nun zum Akkusativ. Wohin? In den Computer, an diesen Computer, über jenen Computer, vor jeden Computer, hinter welchen Computer und zwischen alle Computer. Wohin? Akkusativ. Hier steht kein N. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unten in die Kommentare einige Sätze schreiben. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, liked es und teilt es. Bis dann, ciao! Das und das sind ganz ähnlich und doch ganz unterschiedlich. Hier die verschiedenen Funktionen. Zuerst der Artikel, das Haus, zum Beispiel auch das Brot, das Buch oder das Bild. Das Demonstrativpronomen. Das Haus oder das andere Haus. Das erste das ist das Demonstrativpronomen. Man kann es mit dieses oder jenes vergleichen. Das Relativpronomen. Das ist das Haus, das meinem Onkel gehört. Das dritte das ist das Relativpronomen. Schauen wir uns den Satz mal genauer an. Das Demonstrativpronomen ist das Haus. Das Haus ist der Artikel, beziehungsweise das von das Haus ist der Artikel, das meinem Onkel gehört. Das dritte das ist das Relativpronomen und bezieht sich wiederum auf das Haus. Und zum Schluss die Konjunktion. Ich denke, dass das falsch ist. Das mit Doppel-S ist die Konjunktion. Das mit einem S ist das Demonstrativpronomen. Damit schreibt man das erste mit zwei S und das zweite das mit einem S. Nochmal kurz zur Wiederholung. Das mit einem S Artikel. Das mit einem S Demonstrativpronomen. Dieses kann ersetzt werden durch dieses. Das Relativpronomen, das mit einem S hier, kann ersetzt werden durch welches. Und zum Schluss, das mit zwei S
ist eine Konjunktion. Diese Konjunktion steht immer nach Verben, wie zum Beispiel ich denke das, ich glaube das, ich finde das. Ich hoffe, dass das jetzt viel besser verständlich ist. Wenn ihr Lust habt, schreibt unten in die Kommentare einige Beispielsätze, die kann ich dann korrigieren. Und wie immer, gebt mir ein Like und teilt das Video und bis bald. Ciao! Woher, wo, wohin? In diesem Video geht es um die Richtungen und die dazu passenden Präpositionen. Fangen wir an mit ich komme, von dir, von Lea, Personen, aus Italien, aus Berlin, Länder, aus den USA, aus der Schweiz, aus den USA ist Plural, aus der Schweiz ist Feminin, aus dem Bad, von oben, aus dem Süden, vom Meer, vom Strand, von einer Insel. Wenn die Räume nicht geschlossen sind, verwenden wir von. Wenn die Räume geschlossen sind, aus. Ganz ähnlich auch mit den anderen Präpositionen und Richtungen. Ich bin, ich wohne, ich lebe. Wo? Bei dir, bei Lea. In Italien, in Berlin. In den USA, im Bad. Am Meer, am Strand, auf einer Insel. Wir sagen in Italien ohne Artikel, aber in den USA, im Irak, in der Schweiz, in der Türkei mit Artikel. Wohin? Ich gehe, ich fahre und so weiter. Zu dir, zu Lea, nach Italien, nach Berlin, in die USA, ins Bad, ans Meer, an den Strand, auf eine Insel. Und nun der Vergleich. Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Formen im Konjunktiv 2 an. Um den Konjunktiv 2 besser zu verstehen, verwenden wir sowohl den Infinitiv, das Präteritum, als auch den Konjunktiv 2 in diesem Video. Jetzt lesen wir immer von links nach rechts. In diesem Video findet ihr die wichtigsten Formen, aber nicht alle Formen. Diese Formen verwenden wir jeden Tag. Und los geht's. Sein, war, wäre. Haben, hatte, hätte. Werden, wurde, würde. Müssen, musste, müsste. Dürfen, durfte, dürfte, können, konnte, könnte, sollen, sollte, sollte, wollen, wollte, wollte. Bringen, brachte, brächte, brauchen, brauchte,
bräuchte. Gehen, ging, ginge. Kommen, kam, käme. Lassen, ließ, ließe. Liegen, lag, läge. Nehmen, nahm, nähme. Sehen, sah, sähe. Stehen, stand, stünde. Wissen, wusste, wüsste. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung, wie immer. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige wichtige Verben an und wie man sie verwendet. In einem weiteren Video kommen Übungen dazu. Nummer 1. Sich interessieren für mit Akkusativ. Interessiert sein an plus Dativ. Interesse haben an plus Dativ. Nummer 2. Entgegengehen plus Dativ, entgegenkommen plus Dativ. Entlanggehen plus Akkusativ, entlangfahren plus Akkusativ, entlangkommen plus Akkusativ. Nummer 3. Zur Verfügung stellen plus Dativ, zur Verfügung stehen plus Dativ. Verfügen über plus Akkusativ. Nummer 4. Fallen, fällt, fiel, ist gefallen. Gefallen, gefällt, gefiel, hat gefallen. Nummer 5. Anrufen plus Akkusativ oder anrufen bei plus Dativ. Der Anruf bei plus Dativ. Telefonieren mit plus Dativ. Das Telefonat mit plus Dativ. Nummer 6. Gehören plus Dativ. Zum Beispiel Geld, Besitz. Gehören zu plus Dativ, zum Beispiel Freundschaft oder Liebe. Nummer 7. Bitten Akkusativ um Akkusativ. Die Bitte Akkusativ um Akkusativ.
und danken Dativ für Akkusativ, der Dank für Akkusativ, dankbar Dativ für Akkusativ. Nummer 8. Informieren, Akkusativ. Sich informieren bei Dativ und über Akkusativ. Mitteilen mit Akkusativ und Dativ. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglieder auf dem Kanal werden würdet. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Possessivartikel an. Unten findet ihr den Link, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt. Fangen wir also an. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv im Singular und im Plural. Mein, meinen, meinem, meines. Meine, meine, meinen, meiner. Dein, deinen, deinem, deines, deine, deine, deinen, deiner. Sein, seinen, seinem, seines, seine, seine, seinen, seiner. Ihr, ihren, ihrem, ihres, ihre, ihre, ihren, ihrer. Sein, seinen, seinem, seines. Seine, seine, seinen, seiner. Unser, unseren, unserem, unseres. Unsere, unsere, unseren, unserer. Euer, euren, eurem, eures. Eure, eure, euren, eurer. Ihr, ihren, ihrem, ihres. Ihre, ihre, ihren, ihrer. Ihr, ihren, ihrem, ihres. Ihre, ihre, ihren, ihrer. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat und wenn es so ist, schreibt mir unten bitte in die Kommentare einige Sätze. Gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Ciao!
Fragewörter und wie man Fragewörter verwendet. Zuerst eine typische Frage. Warum hast du dir den Film nicht angesehen? Diese Frage steht im Perfekt. Warum ist das Fragewort? Dann folgt das konjugierte Verb hast. Der zweite Verbteil, das Partizip 2, steht ganz am Ende, wie immer. Du ist das Subjekt. Dir ist das Dativobjekt. Den Film ist das Akkusativobjekt. Das Dativobjekt steht hier vor dem Akkusativobjekt, weil Pronomen immer vor den Nomen stehen. Nicht ist ein Negativpartikel und steht vor dem Verb, das es verneint. Also hier angesehen. Und noch einmal die Frage heißt, warum hast du dir den Film nicht angesehen? Und jetzt zu den verschiedenen Fragewörtern oder Interrogativpronomen. Wer, wen, wem, wessen? Hier können wir die verschiedenen Kasus entdecken. Wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv? Dann die lokalen Fragen. Woher, wo und wohin? Das ist ganz besonders wichtig, wenn es hier um die Wechselpräpositionen als Antwort geht. Das heißt, wo mit Dativ und wohin mit Akkusativ. Weitere Fragen? Warum, wieso, weshalb und weswegen? Diese Fragen sind kausal, also eigentlich alle vier gleich. Weitere Fragen? Was, wann und Fragen mit wie? Wie, wie lange, wie oft, wie viel? Und zum Schluss die Frage, welcher? Welcher verhält sich genauso wie die bestimmten Artikel, also zum Beispiel der, die, das, und ändert immer seine Endung? Wir sagen also, welcher Tag, welche Frau, welches Auto? Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Wer, wen, wem, wessen? Woher, wo, wohin? Warum, wieso, weshalb, weswegen? Was, wann? Wie, wie lange, wie oft, wie viel? Und welcher? Viel Spaß beim Üben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unten in die Kommentare einige Fragen schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Kasus und verschiedene Präpositionen an. Im Deutschen stehen die Präpositionen mit bestimmten Kasus. Fangen wir an mit dem Akkusativ. Durch, für, gegen, ohne, um. Dativ. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Akkusativ und Dativ, das sind die sogenannten Wechselpräpositionen. Auf, über, unter, vor, hinter, in, an, neben, zwischen. Genitiv, wegen, während, anstatt oder statt, trotz, innerhalb und dann gibt es hier sehr, sehr viele, zum Beispiel außerhalb, oberhalb, unterhalb, aber auch Ausdrücke wie aufgrund, angesichts, zwecks und so weiter. Und jetzt einige Beispiele. Präpositionen, die fest mit dem Akkusativ stehen.
Er ging durch den Wald. Durch plus den Wald, Akkusativ. Sie kommt aus dem Urlaub. Aus plus Dativ, dem Urlaub. Er fährt auf die oder auf der Autobahn. Auf die Autobahn, Akkusativ, wohin, also das heißt, er fährt sozusagen hinein. Und er fährt auf der Autobahn, wo, also er ist auf der Autobahn. Und zum Schluss mit Genitiv. Wegen der Hitze blieb er im Haus. Wegen plus Genitiv der Hitze. Wegen der Hitze blieb er im Haus. Mit dieser Regel sollte es jetzt eigentlich relativ klar sein, welcher Kasus steht. Viel Spaß beim Üben! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao!